Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich The Balvenie Triple Cask, Age 16 Jahre. Wow. Travel Retail im Grunde. Es gibt den Triple Cask mit den 12, mit den 16 und auch mit den 25 Jahren. Und man merkt, das ist bei mir hier ein Bottle Kill. Ich habe ein bisschen was über und deshalb drehe ich doch, bevor ich das hier versprochen habe, ein paar Videos zum Thema Scotch, die fast immer dann dort am Samstag rauskommen. First Fill. Bourbon-Fässern gibt es denn ein bisschen Vanille, Triple Cask. Zweitens, Refill Bourbon gibt es ein bisschen Honig. Charakter und Refilled Oloroso Sherry gibt es denn drittens seine Fruchtigkeit. Und alles wird dann verheiratet in ein Tun, T-U-N. Vielleicht kennt ihr es, der Balvenie Tun 1509. Auch davon habe ich jetzt hier eine Flaschenteilung gemacht. Batches 1, 2, 3 und 4, alle 4, kostet 300 € pro Flasche. Also das heißt 1200 € praktisch habe ich dafür ausgegeben, ein bisschen mehr, um ehrlich zu sein. Und 5 cl hat 90 € gekostet, inklusive dann auch Flaschen. Und 10 cl hat 180 € gekostet. Das Video kommt auch irgendwann oder kam schon, ich weiß es nicht. So, Single Malt Scotch Whisky, distilled at the Balvenie Distillery. Banffshire, keine Ahnung, ob wir es richtig ausgesprochen haben, das ist William Grant & Son in the Speyside. Und hier steht auch ganz gut schön drauf, Oloroso Sherry Butts Nummer 1, dann steht First Fill Bourbon Barrels Nummer 2 und dann Traditional Whiskey Casks, das heißt dann dort auch Refill Barrels. So, Malt Master heißt sein Name, ja, nicht wahr? The Balvenie Malt Master ist David C. Stewart. Und er hat das hier auch mit auf den Markt gebracht. Travel Retail, wie ich gesagt habe, 89 € für eine 16 Jahre alte Balvenie finde ich nicht billig. Aber lass uns sehen, ob ich das hier auch in der Nase so wiederfinden kann, diese 89 €. Oh, der ist schön. Da ist ein bisschen Komplexität da drin. Da ist viel Honig, das erste, was ich hatte. Einiges an Vanille und ein bisschen an diesem Fruchtigkeit. Alle drei Dinge habe ich tatsächlich jetzt hier gehabt. Und das hat eine tiefe, tiefe Charakter. Ich gebe einfach mal nochmal hier ein bisschen meine. Der Schnüffler-Moment. Die Beine sind langsam und ein bisschen dick und das ist schön. Oloroso Sherry-Fässern eindeutig für mich, also keine PX. Malz ist auch dann da, also eine richtig komplexe, ausgewogene Sache hier. So, nee, keine Nosing Notes. Wow, sehr gut, Leute. So, auch nowhere else will you find a distillery that still grows its own barley, that still malts its own traditional floor malting, that still has coopers to tend the cask and a coopersmith to tend the stills. Also nirgendwo anders werdet ihr eine Distillery finden, der wächst seine eigene Gerste anbaut, der melzt seine eigene Gerste in eine traditionelle Floor Malting. Der seine Butchers, die Fässern dort auch in Ordnung bringt und die einen Kupfer schmiedt, auch die Potstills denn dort pflegt und hegt. Also da Balvenie. Viele Leute schwören darauf, dass das eine sehr schöne Sache ist. Auch Orangenschale. Ein bisschen Menthol. Und einiges an Holz und ein bisschen Zuckerwatte. Schön, schön, schön. Lass uns den probieren. Sehr schön. Das erste, was ich tat, war, ich schaute drauf, 40%. Oh, gut. Auch am Ende. Das Holz kommt gut durch. Das waren die Refill Bourbon Barrels Fässer. Gut lang anhaltend, aber auch nicht unbedingt hier schlecht. Schön, 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 sehr vanillig. Ich schaute da auf die 40%, weil halt eben ich entwickle momentan doch eine Tendenz hin zu Whisky, der ein bisschen mehr Prozente hat.
Das erste, was mein Gedanke war, oh, der hätte 63, 64 sein können, oder 43, 46, 43, 46 sein können. Das ist echt schade, weil das, was ich ab und zu mal kritisiert hatte am Anfang, kann man einfach nicht einfach sagen, 40% ist gut. Und wenn man schon vieles an Fassstärken im Mund hatte, merkt man langsam, das ist eine schöne, schöne Sache. Ich tue ein bisschen Wasser immer noch da rein bei Fassstärke. Aber wenn man der 62,1%ige hier von Amrut, der Porto Novo nimmt, oder andere Fassstärken jetzt hier von anderen Fässern, dann da auch aus dem Highlands oder wo auch immer nimmt, da sind schöne Sachen dabei. Ich weiß, es ist ein bisschen Zitrone, genau. Ich bin bei Spüle, aber Spüle ist es nicht. Das ist dieses Zitronenmoment. Ein bisschen Zitrus habe ich. Sehr gut, sehr gut. Also. Kommt hier gut rein, entwickelt sich. Aber das am Ende, das mit dem Holz geht ein Tick nach unten bei mir, obwohl es eine gute Entwicklung ist. Er war eine so hohe Niveau, also ich gebe den eindeutig ein 2+. Also ich bin dabei zu kratzen an den 1-, aber der ist noch nicht so gut. Also ein 2++ ist der schon. Ich möchte gerne was probieren. Tada! Mache ich immer wieder. The Balvenie Double Wood. Damit bin ich irgendwie auch in diese schottische Welt eingetaucht. Das ist schon meine zweite Flasche davon übrigens. Denn ich habe das schon mit einigen Leuten verteilt, geteilt oder einfach genossen. Also, The Double Wood finde ich absolut eine vollkommene 12-jährige Standardversion von meinem Whisky, was zu einem guten Preis zu haben ist. Der ist kaum in der Preis-Leistung Kategorie für einen 12-jährigen Double Wood zu schlagen. Double Wood in diesem Fall bedeutet dann tatsächlich eine Bourbon und eine Sherry-Fässern. Und dieses Zusammenkommen ist absolut schön. Also du kriegst 2 davon plus für eine davon. An der Nase muss ich schon sagen, dass der Triple Cask, der 16 Jahre ist, viel, viel besser. Eindeutig. Das ist ein bisschen schwächer. Das ist ein bisschen weniger intensiv, auch gerade was diese Sherry-Noten angeht. Beide sind 40%. Oh, der ist echt gut, muss ich schon sagen. Der kann nicht mithalten. Also, das ist der S-Klasse jetzt hier, der durch die Gegend rast. Und das ist so eine A-Klasse Mercedes. Vielleicht sogar eine B-Klasse von mir aus. Vielleicht sogar eine C-Klasse, aber das ist schon stark, stark, stark übertrieben. Oh, gut. Ein Moment. Der braucht ein bisschen Zeit im Glas, sich zu entfalten. Ja, jetzt kommt er auch mit. Fast. Also, jetzt ist er C-Klasse. Auch gerade am Ende, diese Vanille-Holznote ist so gut. Das hat mich damals so überzeugt. Wow. Also, ich werde hier eine Behauptung gleich aufstellen. Oh, der ist gut. Der ist echt gut. Gerade am Ende. Oh, Leute, ich werde mich wieder unbeliebt machen. Ein bisschen Wasser, einen Moment. Ich werde gleich behaupten, dass das besser schmeckt als das. Wart mal ab. Tatsächlich. Der Finish, also diesen Abgang von den 12-Jährigen, gefällt mir wesentlich besser. Hier habe ich eine süße, holzige, schöne Sache. Hier habe ich eine holzige, süße, ausgelauchte Fassmanagement in dem Moment. Der ist nicht so prägnant, nicht so gut. Ich möchte euch echt was sagen.
Mir schmeckt heute, diesen Moment, den Balvini 12 Jahre alte Double Wood besser als der Balvini Triple Cask 16 Jahre alte. Ab jetzt. Nun, am Anfang ist er nicht so stark, ist er nicht so komplex, ist er nicht so wunderschön wie hier, aber das am Ende. Also, ich möchte einfach mal empfehlen. Kauf mal, gerne. Wer auch 89 Euro übrig hat, bitte. The Balvini, 16 Jahre alte Triple Cask. First Fill Bourbon, Refill Bourbons, Refill Sherry oder Loso Sherry. Aber wer einfach eine solide, gute Balvini haben möchte, der 12 Jahre alte Double Wood ist absolut tollsten bedient. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Meistens schaut ihr meine Scotch-Videos am Samstag an. Montag bis Freitag habe ich Weltwhiskys immer. Bourbons, Irish, Japanisch, Schwedisch, andere Länder dieser Welt. Und dann sonntags habe ich immer und immer wieder meine Livestreams mit tollen, tollen Gästen. 21 Uhr, Sonntagabends, immer hier, einfach ein Livestream, eine super schöne Sache. Meine Frage des Tages ist, welche Balvini gefällt euch am besten? Und ich meine damit nicht einfach mal der Thun 1509 Batch Nummer 2, sondern ich meine damit preis-leistungsmäßig. Und ich glaube nicht, ich bin absolut davon überzeugt, dass ich bisher nichts Besseres im Glas hatte für den Preis als dieses Double Wood von der Balvini. Vielleicht werde ich Sachen testen und verkosten, die zweimal besser sind, aber dadurch fünfmal mehr kosten. Und deshalb ist es nicht unbedingt preis-leistungsmäßig besser. So, meine Frage ist, welche Balvini ist Preis-Leistungssieger für euch? Frage. Balvini Triple Cask, 16 Jahre alt. Vom Anfang an war ich positiv überrascht, aber nicht davon begeistert. Gut, solide, aber ein bisschen überteuert. Balvini Double Wood, absolut für den Preis kaum zu schlagen, meine Meinung. Liken, Sample-Liste schauen, auch natürlich dann bei Amazon irgendwas anderes kaufen. Und dann auch meine Videos immer wieder abonnieren und anderen erzählen von dieser verrückten Amerikaner, der ach, jeden Tag ein Whisky-Video auch dann da rausschmeißt. Okay, ciao, vielen Dank, bis morgen.